Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist... zurück. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Ja, Leute, und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Man kann sagen, ich bin wieder da. Wobei ich das gleich, sobald der erste Dialog hier vorbei ist, noch genauer erläutern werde, was meine Rolle hier auf dem Kanal betrifft und auch warum ich so lange weg war. Aber wir hören uns erstmal an, was Xardas uns zu sagen hat. Ich werde die Videos nachträglich reinschneiden, weil die Auflösung hier falsch ist. Das ist nur so ein kleines Fenster in der Mitte des Bildschirms, wo das Video läuft. Deswegen werde ich die nachträglich reinpacken. Ich hoffe, ich denke dran. Auch an dieser Stelle hier. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Beliars Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Beliars Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Beliar Einhalt gebieten. Ja, also drücken wir jetzt mal auf, der Schläfer ist besiegt. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutanbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt. Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Khorinis. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, nichts Neues. Alles bleibt im Endeffekt wahrscheinlich wieder an mir hängen, oder, Xardas? Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Khorinis, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Beliars finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Ach ja, immer wieder dasselbe. Er sagt wir, dabei meint er eigentlich immer nur du. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten mir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor. Der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ja, ehrlich mal. Ey, wir hatten so eine fette Waffe, eine fette Rüstung, fette Magiezauber und alles drum und dran. Und jetzt stehen wir hier wieder in so einem komischen abgerissenen Hemdchen rum und haben gar nichts. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Alles klar. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Kapitel 1. Die Bedrohung. Alles klar. Wir gehen als erstes direkt mal hier in den Buchständer. Als allererstes sage ich mal, das ist der zweite Aufnahmeversuch. Ich habe Gott sei Dank beim ersten nur 15 Minuten aufgenommen. Es hat bei mir geruckelt, in der Testaufnahme schon. In der fertigen Aufnahme, in der hat es nicht geruckelt. Dann habe ich aufgenommen. Dann hat es bei mir immer noch geruckelt, aber es hat dann auch hinterher in der Aufnahme geruckelt. Dieses Flackern hier habe ich nicht wegbekommen. Das Ruckeln habe ich aber wegbekommen, glücklicherweise. Und zu sagen ist ansonsten... Das ist natürlich Gothic 2. Wer es nicht erkannt hat oder wer es nicht direkt kennt, bitte abschalten. Für den ist das hier eh nichts. Durchgespielt habe ich das Spiel teilweise auch mit unfairen Mitteln durchgespielt nachher, weil mir die Lust vergangen war. Und jetzt, nachdem ich Gothic 1 hier Let's Played habe auf dem Kanal, habe ich mir gedacht, packst du jetzt auch mal Gothic 2 aus. Ich hoffe, es läuft flüssig. Ich habe eigentlich alles soweit befolgt, was man befolgen sollte. laut Internetrecherche, damit das Spiel ohne Abstürze lauffähig wird. Allerdings speichere ich trotzdem direkt mal. Hier seht ihr den Spielstand. Nicht sehr lange gespielt. Ja. Und dann hoffen wir einfach mal das Beste, dass wir ohne viele Abstürze hier durchkommen. Dann erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was abseits des Spiels. Und zwar habe ich ja längere Zeit keine Aufnahmen mehr gemacht. Bestimmt mindestens ein Jahr, wenn nicht noch länger, sind keine Videos mehr gekommen, beziehungsweise fast keine Videos mehr von mir gekommen. Zeitweise war ich auch quasi ganz draußen aus dem Kanal. Hab aber jetzt die beiden anderen, Dennis und Kevin, nochmal gefragt, ob ich da wieder mit einsteigen kann. War natürlich soweit kein Problem. Warum auch? Und das Ganze wird sich so verhalten, ich werde Videos machen. Allerdings werde ich mich jetzt nicht verpflichten, euch, sage ich jetzt mal, jeden Tag eine Folge rauszuhauen. Ich will euch das gar nicht versprechen. Das wird nicht passieren oder sehr wahrscheinlich nicht passieren. Es wird immer wieder mal einen Tag geben oder 2 Tage oder 3 Tage, auch am Stück vielleicht, wo keine Folge kommt. Gedacht habe ich mir das folgendermaßen: Ich werde ein Hauptprojekt haben, was in diesem Falle Gothic 2 ist. Das werde ich Let's Playen. Als ganzes Projekt, als ganzes Spiel werde ich es losspielen. Und dann nehme ich mir 1- oder 2-mal die Woche, nehme ich mir eine Stunde für ein beliebiges Spiel, was entweder meine beiden Mit-Let's Player hier auf dem Kanal aussuchen können oder mir vorschlagen können. Aussuchen tue ich natürlich im Endeffekt immer selber. Oder aber ihr könnt das, und das ist ein offizieller Aufruf an dieser Stelle, was ich aber auch noch mal in einem separaten Video tun werde, damit es auch wirklich jeder mitkriegt. Ihr könnt einfach in die Kommentare Spiele reinschreiben, von denen ihr vielleicht mal wollt, dass ich sie eine Stunde spiele. Im besten Falle Spiele, die kostenlos sind. Free-to-Play-Spiele, das können sogar Browser-Games sein, das ist mir auch egal. Wenn es ein Browser-Game ist, was man sich eine Stunde antun kann, was eine Stunde Spielzeit hat, dann spiele ich auch gerne ein Browser-Game. Das ist auch kein Ding. Das könnt ihr einfach dann hier in die Kommentare schreiben oder unten in die Kommentare zu dem Video, was ich noch aufnehmen werde. Was dementsprechend auch am Titel zu erkennen sein wird. Wo es dann auch nur um dieses Thema geht. Ansonsten, ja, was bleibt noch mehr zu sagen? Außer, ich würde sagen, wir hauen da vorne dem Schaf erstmal volles Pfund aufs Maul. Jawohl. Und das gibt uns direkt 10 Erfahrung. Hier haben wir noch einen Dolch und noch einen Wacholder. Wir spielen Gothic 2 mit Add-on Die Nacht des Rabens. Der große Vorteil an Gothic 2 ist eigentlich, ich habe bis jetzt nicht die Probleme gehabt mit dem Speicherbug. Komme ich jetzt auf Speicherbug? Ich meine natürlich mit dem Bewegungsbug, dass ich gekämpft habe und dann hängen geblieben bin quasi und mich nicht mehr bewegen konnte. Das war ja in Gothic 1 häufig das Problem. Wer das Let's Play gesehen hat, wird sich da vielleicht noch dran erinnern. Ich kenne viele versteckte Punkte hier in dem Spiel, wie ihr jetzt gerade schon sehen könnt. Hier zum Beispiel, wo so ein Skelett mit einem Bogen und ein paar Pfeilen liegt. Der Bogen und die Pfeile sind am Anfang sehr, sehr nützlich. Gerade weil ich festgestellt habe, dass es in Gothic 2 sehr wichtig ist, sich am Anfang so gut es geht aufzupowern mit allem Möglichen. Also auch hier Feuerball und Feuerpfeile immer mit reinnehmen. Denn umso mehr Gegner ihr töten könnt am Anfang, umso mehr Erfahrung kriegt ihr, umso mehr Lernpunkte kriegt ihr und umso einfacher ist das Spiel für euch im späteren Verlauf. Oder in dem Falle für mich. Hier diese Höhle. Wenn man Gothic das erste Mal spielt, wird man die vermutlich meiden.